Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi bet Adonai. Willkommen im Namen des Ewigen, wir aus dem House of One, aus dem Haus des Ewigen, heißen euch willkommen. Das ist aus dem Hallelgebet und das Hallelgebet wird in diesen Tagen in den Synagogen gebetet. Es sind Psalmen, die auch schon im Tempel in Jerusalem gebetet wurden. Aber der eigentliche Sinn dieses Pessachfestes liegt darin, dass wir uns fragen, Manishtana, Halaila, Haseh, warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? Und diese Frage, die stellt in aller Regel das jüngste Kind der Tischrunde. Denn im zweiten Buch Moses, Kapitel 13, Vers 8, wird die Auszugsgeschichte der Exodus den Kindern, das heißt der Zukunft, gewidmet. Und was tun wir jetzt, wenn wegen der Corona-Krise wir allein zu Hause sitzen? Dann schlüpfen wir in die verschiedenen Rollen, die dieser Abend bietet. Bei eben diesem Manishtana, bei den Fragen, werden wir zum fragenden Kind. Und bei den Antworten, bei dem Matzah, Ochlim Ashulma, Matzes essen wir, weil, da werden wir zum antwortenden Elternteil. Die Beantwortung nach Anlass und Sinn des Pesach prägt die häusliche Pesachfeier, den sogenannten Zeder, die Ordnung. Hier wird nicht nur vom Auszug der Israeliten aus Mizraim erzählt, nein, alle Umstände werden durch symbolhafte Speisen plastisch vor Augen und zum Gaumen geführt. Aber bis zum Essen ist noch ein langer Weg. Ein Weg, Secher Liziat Mizraim, zum Gedenken an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, wie dieses Mizraim in vielen Übersetzungen übersetzt wird. Rabban Gamliel, einer der großen Autoritäten im Judentum, lehrte, wer am Pesachabend nicht folgende drei Begriffe ausspricht, hat seiner Pflicht nicht Genüge getan. Man sagt Pesach, Matzah und Maror. Und diese drei Begriffe symbolisieren die drei Stufen des Pesachfestes. Pesach, in seinem ursprünglichen Sinn als Lammopfer, symbolisiert das Nomadenfest. Matzah, das ungesäuerte Brot, das Ackerbaufest, und Maror, ein bitteres Kraut, den bitteren Nachgeschmack der Sklaverei, das Auszugsfest. Und dann heißt es, Vehisha Amda Lavotenu. So in diesen Gebeten sagen wir, und diese Verheißung Gottes hat sich an uns und unseren Vätern bewährt, denn nicht einer allein ist wieder uns aufgestanden, um uns zu vernichten, aber er, der Heilige, gelobt sei er, rettet uns aus ihrer Hand. Und das zeigt, wie aktuell Pesach ist, auch heute in dieser Zeit. Jetzt muss man daran glauben, jetzt muss man wirklich daran glauben, dass man aus der Knechtschaft ausgezogen ist und dass es im nächsten Jahr besser sein wird, wenn man die Wüste durchquert hat. Und dann sind wir wieder zusammen mit unseren Familien oder in unserer kleinen Gemeinde. Dann sind wir nicht mehr allein, dann können wir wieder Pesach so feiern wie in allen anderen Jahren auch. Und das ist die Botschaft dieses Festes in diesem Jahr. Ja, wir sind auf dem Weg, und auf dem Weg wird diese Krise nachlassen und uns wieder zu einem gottgesegneten, normalen Leben zurückführen. Darauf hoffen wir, dafür beten wir heute Nacht und alle diese Tage. Gregor, wie sieht das aus mit Gründonnerstag? Ja, für Christinnen und Christen ist heute Gründonnerstag. Ein sehr wichtiges Fest im Festkreis des Christentums. Es ist die Nacht vor Jesu Tod. Jesu kommt mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen und sie feiern Pesach. Allesamt gläubige Juden feiern sie Pesach, das Fest, von dem wir eben gerade gehört haben, von dir, Andreas. Und es ist ein eindrückliches Fest, weil Jesus schon ahnt, dass er sterben wird. Und er wird dann auch in derselben Nacht noch gefangen genommen
und am nächsten Tag, also morgen, Karfreitag, gekreuzigt und er stirbt. Jesus ist tot. Etwas für die Jüngerinnen und Jünger ganz Furchtbares. Sie hatten so viel mit ihm verbunden. Sie hatten alles von ihm erwartet. Sie haben ihn erlebt als jemand, der ganz aus der Autorität Gottes spricht und unterwegs ist. Und nun war er tot. Für sie brach alles zusammen. Und es ist auch bis heute kaum zu verstehen, was damals passiert ist. Wenn es nicht 3 Tage später Ostern gegeben hätte, wenn nicht 3 Tage später dieselben Menschen erlebt hätten, dass der Tote nicht mehr tot ist, dann hieß es, Jesus lebt. Das war für die Menschen damals, so wie wenn man es heute hört, kaum zusammenzubringen. Das Einzige, was sie sich erklären konnten, wie jemand, der tot war, und diesen Tod haben sie gar nicht angezweifelt, aber dann doch wieder lebendig ist, war, da muss Gott seine Hand im Spiel haben. Also hieß im Grunde der erste und wichtigste Glaubenssatz für Christinnen und Christen bis zum heutigen Tag, damals wie heute, der Gekreuzigte ist von Gott auferweckt worden. Damit verbindet sich ganz viel. Und diese Geschichte wird ja auch in äußerster Verdichtung in den Evangelien, in der Bibel erzählt. Schon 3 Tage nach dem Tod erleben sie die Auferstehung. Es ist Ostern. Und es ist nicht so, dass nun alle in Jubel ausbrechen, sondern die Verunsicherung ist wahnsinnig groß. Es ist ja auch heutzutage so, wenn einer der Lieben stirbt, dass die Trauer Zeit braucht. Da kann man nicht einfach umschalten. Da fehlt was, da ist was zu Ende gegangen. Und zugleich ist es so wichtig und berührend, dass Ostern eine Hoffnung aufbewahrt, die davon erzählt, dass die Liebe weitergeht. Die endet nicht. Die Liebe trägt durch den Tod hindurch und das hilft den Menschen oder es kann Menschen helfen und Christinnen und Christen ist es ein ganz wichtiges Moment des Glaubens, dass mit dem Tod jetzt nicht mehr alles endet, sondern dass die Liebe hindurchträgt und dass das Leben weitergeht, dass das Leben einen neuen Beginn haben kann. Und genau das verbinden wir auch jetzt mit diesem Zusammenspiel von Karfreitag und Ostern in dieser wirklich verunsichernden, besorgniserregenden Zeit der Corona-Pandemie. Zum einen will Karfreitag sagen, niemand ist allein, auch im Sterben nicht und in seinem Leiden und seinem Schmerz nicht. Und zum anderen will Ostern sagen, auch wenn es Zeit braucht und wir werden nicht einfach so wieder in den Alltag rübergehen, aber auch wenn es Zeit braucht, es wird was Neues beginnen können. Die Liebe ist geblieben und wir können hoffentlich irgendwann wieder zusammenkommen und uns berühren und umarmen. Diese Hoffnung, die wünsche ich uns allen, dass sie uns durch die nächsten Tage und Wochen trägt und dafür werden wir auch gleich beten. Und mich interessiert, wie ist es in dieser Zeit im Islam, Kadir? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. So wie es sich im Islam gebührt, wollte ich auch diesen Anfang machen und gleich möchte ich auch auf deine Frage eingehen, lieber Gregor. Denn ja, so wie im Judentum und im Christentum befinden auch wir Muslime uns in einer Zeit, die sehr wichtig für uns sind. Die Zeit heißt die gesegneten 3 Monate. Ja, die Zeit eilt uns davon. Wir befinden uns schon im zweiten dieser Monate, und zwar in der zweiten Hälfte, also in der zweiten Hälfte des Schaban mittlerweile. Vor einigen Tagen hatten wir die Nacht der Vergebung. So wie die Nacht der Vergebung sind die meisten wichtigen Nächte, die Nächte, in denen wir eigentlich die Zeit mit unserem Gott, mit unserem Schöpfer verbringen wollen. Die Zeit nehmen, mal weg von dem Alltag zu kommen und uns zurückzuziehen und mit unserem Herrn, mit Gott zusammen zu sein. Das sind die Nächte. Und einer dieser war vor einigen Tagen. Und weitere werden noch folgen. Ja, und wie gesagt, wir befinden uns in der zweiten Hälfte von Schaban, also von dem Monat, der vor Ramadan steht. Langsam nähern wir uns dem Monat Ramadan, die Zeit, in der Muslime eigentlich in ihrem sozialen Leben den Höhepunkt erreichen. Ja, jetzt denken wir uns alle, wie soll das jetzt funktionieren?
in dieser Zeit, in einer Zeit, wo wir wirklich ja gar nicht wissen, was morgen, übermorgen stattfinden wird, ob die Schulen jetzt in einigen Tagen wieder geöffnet werden oder weiterhin geschlossen bleiben. Da fragt man sich, was in 10 Tagen ungefähr im Ramadan passieren wird. Ja, für uns ist es auch eine Frage, eine wichtige Frage. Ich habe mittlerweile mehrere wichtige Experten kontaktiert und warte auf eine Antwort. Weil die Wissenschaft ist wichtig. Die Wissenschaftler haben auch etwas zu sagen. Sie werden uns sagen, was für unsere Gesundheit wichtig ist und was für die Gesellschaft wichtig ist und was wir zurzeit eigentlich doch vielleicht belassen sollten, vielleicht für später aufheben sollten. Und genau deswegen bin ich in diesen Tagen sehr stark bemüht, dieser Frage nachzugehen. Aber trotzdem, Ramadan bleibt Ramadan. Wir werden Ramadan erwarten. Wir werden uns freuen, Ramadan wieder begrüßen zu dürfen. Es ist ähnlich wie Schabbat im Judentum, die wöchentlich sich nähert und wie jeder Jude, wie jede Jüdin eigentlich mit Liebe, mit Zuneigung und mit Hoffnung auf Schabbat wartet, warten wir eigentlich jedes Jahr auf Ramadan. Das ist die Zeit, die wir herbeisehnen. Und jetzt ist natürlich die ganze Motivation doch ein bisschen getrübt. Aber dennoch, wir erwarten Ramadan, wir hoffen auf Ramadan und wir wollen Ramadan leben. Aber die Frage in dieser Zeit ist natürlich, wie wird es passieren? Was können wir machen? Und dazu werde ich natürlich auch demnächst einiges für meine Gemeinde, für Menschen, die sich dafür interessieren, noch mitteilen. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht den Hinweis geben, man kann die soziale Beisammensein, die Gesellschaft, also das Miteinander in der Gesellschaft, doch in einer ganz anderen Form vielleicht auch in dieser Zeit lebendig halten. Und wir sind eigentlich vor der Herausforderung, neue Wege zu finden, die Religion, die Gebete und diese besonderen Zeiten auch in solch schwierigen Zeiten zu würdigen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ramadan also die Zeit des Fastens ist, zugleich die Zeit des Korans, der Koranlesung, der Koranrezitation. Zum Fasten, so heißt es im Koran, Sure 2, Vers 183, ihr Gläubigen, euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen, die vor euch gelebt haben, vorgeschrieben war. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Also hieraus ist zu entnehmen, dass das Fasten eigentlich nicht mit dem Islam angefangen hat. Es war immer da. Es war im Judentum da, es ist im Judentum da. Es war und ist im Christentum da und wir bleiben in dieser Tradition. Diese Tradition fortsetzend haben wir auch unsere eigene Fastengewohnheiten. Und diese werden wir, so Gott will, demnächst im Ramadan, vielleicht auch in diesen Tagen erleben dürfen. Ich wünsche allen Musliminnen und Muslimen gesegnete Zeit und ein gutes und gelungenes Fasten und gesundes Fasten. Ewiger unser Gott, du hast das Pesachfest eingesetzt als Fest der Befreiung. Wie dein Frühlingshauch die Natur erwachen lässt, so hast du die Bnei Israel, die Israeliten aus schwerer Bedrückung, in die Freiheit geführt und auch uns immer wieder aus aller Not in das Licht eines neuen Tages gebracht. Segne das Pesachfest. Lass Gerechtigkeit und Liebe, Respekt und Frieden einziehen für die gesamte Menschheit. Und lass alle Menschen teilhaftig werden an Freiheit, an Recht und an Gesundheit. Uvchen yi ratzon v'nomar amen. Amen ve amen. Im Namen Gottes, lasst uns Fürbitte halten. Du Gott des Lebens, wir bitten für alle am Coronavirus Erkrankten, für alle, die um ihr Leben kämpfen, für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind. Du Gott des Lebens, wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten,
oder in ihrer Existenz bedroht sind. Für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft, gerade auch in der Krisenzeit arbeiten. Du Gott des Lebens, wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem, für Arme weltweit und für Menschen ohne Obdach bei uns. Du Gott des Lebens, wir bitten für die Menschen in allen Religionen, die sich zu Gebet und Gottesdienst verbinden, auch ohne, dass sie zusammenkommen können. Und für alle, die dafür zu neuen kreativen Wegen einladen. Du Gott des Lebens, wir beten für alle, die es nur schwer aushalten können, zu Hause allein oder allein mit der Familie. Für die vielen tatsächlich oder vielleicht Corona-Infizierten in strenger Quarantäne. Du Gott des Lebens, wir bitten für uns selbst in unseren Nöten und mit den Sorgen um unsere Familien und Freunde, für unsere Toten und alle, die um sie trauern. Du führst uns durch den Tod zum Leben. Du Gott, begleitest uns auf allen Wegen. Amen. Mit deinen Attributen, mit deinen schönen Namen. Ja, Uddati, Inde, Shiddati. Ja, Rajai, Inde, Musibati. Ja, Munisi, Inde, Wahshati. Ja, Sahibi, Inde, Ghurbati. Ja, Wali, Inde, Ni'amati. Ja, Kashifi, Inde, Kurbati. Ja, Ghiathi, Inde, Fatiqari. يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي. O du mein Helfer in der Not, O du meine Hoffnung im Unglück, O du mein Vertrauter in der Einsamkeit, O du mein Gefährte in der Fremde, O du mein Wohltäter, O du Wohltäter meines Glücks, O du Vertreiber meiner Sorgen, O du meine Stütze im Elend, O du meine Zuflucht im Notfall, O du mein Helfer in meiner Furcht, O du mein Wegweiser in meiner Unsicherheit. Ich wende mich mit den Worten von Mevlana Jalaluddin Rumi. Er sagte einst, das Fasten öffnet die Augen des Herzens, indem es den Mund hungern lässt. Die Augen der Seele lassen sich öffnen, indem man den Trieben des Körpers nicht nachgibt. Keine Anbetung vermag diejenigen zu erleuchten, deren Herz blind sind. So wende ich mich an dich und bitte dich, in dieser Fastenzeit, in dieser wichtigen, so bedeutenden Zeit, auch für alle kranken Menschen Heilung zu finden, um Heilung zu bitten. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Liebe Mitbetende, liebe Gäste, ich möchte Sie noch auf etwas hinweisen. Und zwar, in diesen schwierigen Zeiten haben wir uns entschlossen, als House of One, täglich von 18.30 Uhr bis 18.35 Uhr, also 5 Minuten unseres täglichen Zeites, dafür zu nehmen, zu beten, zur gleichen Minute, im gleichen Moment, zusammenzukommen, vielleicht in getrennten Räumen sein, aber trotzdem in Gebeten beisammen zu sein. Jeder, je in eigener Tradition, sollte zwischen 18.30 Uhr bis 18.35 Uhr gemeinsam beten können. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie Ihre Gebete mit dem Hashtag House of One Prayer teilen würden. So würden wir auch von Ihren Gebeten erfahren können und so könnten wir davon profitieren, davon lernen können. Also, lass uns täglich zur gleichen Stunde beten. Adonai Oz Lamo Iten, Adonai Varech Et Amo Vasholom. Der ewige Geber allen seinen Kraft, der ewige Segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden. Amen, Amen. Der Friede Gottes,
der höher ist als all unser Wollen, Denken und Tun. Der Friede Gottes, der all unsere Sorgen, Nöte und Ängste umschließt, der uns Leben und Liebe schenkt. Der Friede Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der sei mit euch allen, heute und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen.